Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge meines Let's Plays vom LS17 Ostalgie auf der Petite Île. So, ich bin ja mit dem zweiten Vorführer quasi unterwegs. In der letzten Folge haben wir uns ja den Massey Ferguson angeguckt. Und jetzt dachte ich mir, wir probieren den auch hier aus. Das ist ja der MAN 4P1 vom Mod Contest. Der hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, aber da war das Problem, dass der ja so ein kleines bisschen sehr viel PS hatte. Den gab es ja, glaube ich, einmal mit 145 und einmal mit 200 PS. Der wurde jetzt allerdings ja Forbidden Mods zum Überarbeiten zur Verfügung gestellt. Jetzt passt es auch mit dem PS wieder. Und den werden wir jetzt auch ausprobieren. Und zwar fahren wir mal unsere Sojamilch verkaufen. Ich habe auch schon wieder zwei sehr fleißige Helferlein im Einsatz. Ihr seht es hier schon links. Auf Feld 4 ist der Harm unterwegs. Der sät Sojabohnen. Ja, wieder Sojabohnen. Ich weiß. Ich dachte eigentlich, die sind bei der Produktion vom Schweinefutter ein bisschen ergiebiger. Und auf Feld 10 ist das Hildchen unterwegs und grubert. Wir fahren jetzt schnell zum Viehhof, holen das Fass. Ich glaube, der Müllverkauf war ja da. Ja, genau, da ganz unten. Können wir ja fast beim Hildchen vorbeifahren und Hallo sagen. Ich mag einfach die Schlepper ohne Kabine. Oder wie Erdogan jetzt wieder sagen wird, oben ohne steht mir. Ist ja auch kaum doppeldeutig, gell? Wo habe ich denn die Fässchen versteckt? Ich glaube, die waren hier hinten. Da hat man ja einmal eins. Genau, da sind sie. Gelb für Diesel, pink für alles andere. ...10.000 Liter passen rein, das heißt, müssen wir halt zweimal fahren. So. Sehr hübsch. Machen wir uns jetzt gleich mal auf zur Fabrik. Jetzt wäre ich fast hier schon wieder beim Wollverkauf abgebogen. Mal gucken, wo kriegen wir unsere Sojamilch raus. Irgendwo. Muss man da nicht ein Stück reinfahren dafür? Irgendwas war da. Ja. Irgendwas war da jetzt aber noch drin, was sich jetzt in Milch verwandelt hat. Oder war es schon Milch? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das Fass überhaupt leer ist. Ich bin jetzt davon ausgegangen, das ist leer. Naja. Da haben wir halt mit was auch immer gepanscht die Milch. Wahrscheinlich verwässerte.
Kannst du dich jetzt echt nicht sagen. War auch so fasziniert hier von meinem schönen Gespann. Gefällt mir. Vor allem das MAN da vorne drauf, das ist ja fast wie ein Fadenkreuz. Also nicht, dass ich jetzt Fußgänger aufs Korn nehmen wollen würde. So, jetzt müssen wir dann irgendwo ab. Also die noch nicht, aber dann die nächste und alles geradeaus. Also müssen wir da rein. Hui! Oh! Oh! Ja. Rückwärts gucken und vorwärts fahren ist halt immer so eine Sache. Also wir hatten ja, glaube ich, schon mal, also ich meine, wir hatten schon mal Sojamilch verkauft, aber es waren ja, oder was, normale Milch? Es waren auf jeden Fall, glaube ich, keine 10.000 Liter. Das ist schon ein bisschen her. Da sind wir auch schon. Okay, mal gucken, solange das hier, solange der Verkauf läuft. Schön, oder? Hallo, die Damen. Guten Tag. Ach schade, da kommen wir nicht drauf. Vieh im und Export quasi per Schiff. Hm, 4.000 Euro. Also man scheint für die Sojamilch das gleiche zu kriegen wie für die normale Milch. Waren es nicht immer 40 Cent der Liter? Kriegt man das nicht auch für die normale Milch? Ich meine ja. Das ist nicht schön gemütlich. So eine kleine stressfreie Verkaufstour. Die Schäfchen da drüben. Wobei ich da immer noch mit dem Gedanken spiele, dieses eine renitente, brutale Schaf, das mein Blaubärchen so angegriffen hat, nicht doch zu verkaufen. Ich meine, ich fand es schon ziemlich undankbar. Also, da kommt das Blaubärchen, ja, extra per Fähre.
bringt Speis und Trank und was ist der Dank? Oh, das reimt sich auch noch. Ja, Pumuckl, schon der Pumuckl hat gesagt, was sich reimt, ist gut. Sehr schön machst du das, Harm. Ja, schon ziemlich schön. Mhm. Also wie gesagt, ich denke, über kurz oder lang werden wir uns wahrscheinlich von diesem Schaf trennen müssen. Kann ich ja nicht zulassen, dass so mit meinem fleißigen Blaubärchen umgegangen wird. Was man auch machen könnte, das sehe ich jetzt da gerade so. Wir haben ja so viel Wiesen. Ich glaube, wir haben 4 Wiesen und die brauche ich alle gar nicht. Was wir bräuchten, wären mehr Felder, wobei das natürlich auch jetzt wieder, glaube ich, denke schon wieder zu umständlich. Wenn wir jetzt hingehen und verkaufen 2 Wiesen und pachten die dann und kündigen den Pachtvertrag wieder, dann ist ja eigentlich gegrubert. Aber dann müsste man sie wieder kaufen. Ich glaube, das ist so umständlich. Da ist wahrscheinlich das Kaufen von einem bereits gegruberten, als Feld angelegtes Feld wahrscheinlich billiger. Wo fahre ich eigentlich hin? Ich fahre ja auf der Haupt. Ah. Wer von euch hat jetzt wieder den Bildschirm alles angebrüllt? Gebt's zu. Sojamilch wollte man doch holen und nicht die normale. Ich weiß gar nicht, haben wir denn überhaupt schon so viel Milch, dass es sich lohnen würde? Na, noch nicht. Also 10.000 dürfen es schon sein. So, jetzt ist aber wirklich leer. Jetzt gucken wir mal. So. Was wir natürlich auch machen könnten, wenn ihr jetzt mal guckt, da oben links bei Feld 12 und Feld 13, da sind ja 2 Flächen, wo wir was platzieren können. Also entweder wir stellen uns da irgendwas hin und bauen dann auf den Feldern das an, was in die ja, Produktionen, sage ich jetzt mal, reingehört. Mit 9 sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Dann wird es sich auch eher lohnen, da ab und zu noch ganz nach hinten zu fahren. Gut, ich meine, weit auseinander ist hier ja nichts. Also das sind jetzt keine, oh, wir sind schon fertig, keine ewigen Wege, die wir hier zu fahren haben. Das ist ja auch so das Schöne an der Map. Also man ist immer so ein bisschen unterwegs. Man hat Fahrtstrecken, aber halt, finde ich, so von der Entfernung und von der Zeit her genau richtig. Wie sieht es denn beim Hildchen aus? Ist Hildchen eigentlich noch unterwegs? Jawohl, Hildchen ist noch unterwegs. Sie dürfte aber jetzt auch gleich sagen, sie ist fertig. Die kommt nämlich jetzt dann an die komische Schräge.
Aber ich denke mal, im Feldkauf soll man vielleicht mal warten. Weil das Platzierbare, also je nachdem, für was wir uns dann entscheiden, das kostet ja auch Geld. Nein, die blinken. Ne, die nächste war es. Genau, nicht die beim Hof, sondern die nächste. Die nächste. Sind jetzt auf jeden Fall nochmal 4000 Euro. Also, ja, da kann man eigentlich auch nicht meckern für zweimal fahren. Das ist ja 8000 Euro haben oder nicht haben. Aber jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Was ist denn los? Vor lauter Überlegen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, die Mietkosten für die Fahrzeuge haben wir damit natürlich auch wieder mehr als drin. So. Ja, dann werde ich jetzt die zweiten 10.000 Liter Sojamilch veräußern und würde auch sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Jetzt wird, denke ich mal, nichts mehr Spannendes passieren. Verfahren kann ich mich auch nicht mehr, geht ja alles geradeaus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.